Also an Pole Dance gefällt mir sehr gut, dass du halt nicht nur die Kraft trainierst, sondern die innere Haltung, die Haltemuskulatur und dass man sich selber schön und stark fühlt. Und dass der Sport eigentlich ganz anders ist, als man ihn so kennt. Er ist nicht nur hübsch, sondern auch wirklich sehr anstrengend. Also ich würde auf jeden Fall wieder Pole Dance machen, einfach weil es für mich eine ganz coole Ergänzung zu meinem normalen Training ist. Ich mache normalerweise Krafttraining und hier kommt dann das, was ich mir antrainiere, endlich mal sozusagen auch zum Einsatz. Dann kann ich mich mal hochziehen und muss nicht einfach nur an der Klimmzugstange Klimmzüge machen, sondern kann es hier quasi in einem kleinen Tanz sozusagen verbinden und dazu noch Musik. Und man fühlt sich halt auch irgendwie als Frau noch besonders sexy dann in dem Moment, wenn man sich dann hier so schön rumschwingen kann. Also an Pole finde ich unglaublich toll, dass man jede Muskelgruppe trainiert, ohne dass man sie aktiv einzeln angehen muss. Also ich muss nicht isolierte Übungen machen, sondern ich mache halt schöne Figuren an der Stange und trainiere dabei meinen ganzen Körper. Außerdem wird es im Pole halt nie langweilig, es gibt so viel Abwechslung, man kann Tanz machen, man kann Slowback machen, Handstand, das ist Pole kann man akrobatisch machen, man kann es Hip-Hop machen, es gibt halt einfach unendlich viele Möglichkeiten, es wird nie langweilig werden. Und ich finde auch toll, dass man am Ende, man wird sportlich und man erzielt aber auch was, man kann halt Übungen, die kann man auch jemandem zeigen. Mir hat besonders gut gefallen, dass es eine Mischung aus Musik ist und diesen graziösen Körperbewegungen. Man sieht sich selber im Spiegel und es ist einfach diese perfekte Mischung aus Weiblichkeit und dann diese Körperspannung, die man dann noch an den Tag bringen muss und dabei noch toll auszusehen.